Moin, moin und willkommen zurück bei Hardcore Kerbal. So, nachdem ich mich vor der Entscheidung gedrückt habe, was wir uns holen von den Science-Punkten, habt ihr ein Machtwort gesprochen und das war relativ eindeutig. Also es sind eigentlich zwei Sachen, die relativ weit vorne liegen. Das ist zum einen Specialized Control. Jetzt muss ich gucken, dass ich es finde. Specialized Control, genau. Da wurde vorgeschlagen, da wurde vor allen Dingen der Avionics Hub angeführt. Bin ich komplett bei euch, auch in meinen anderen Karrieremodis. Eine Sache, die ich unglaublich gerne nehme. Aber gewonnen hat tatsächlich Actuators. Ihr habt zwar Activators genannt, aber ihr habt alle auf die Kralle spekuliert. Das heißt, wir würden das Asteroid Sounding Experiment kriegen. Das ist jetzt zwar nicht so direkt anwendbar, aber es eröffnet uns natürlich auch eine neue Art oder neue Missionstypen, denn wenn wir diese Experimente haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch mal Missionen kommen werden, bestimmt, wo wir einen Asteroiden abfangen können. Oder wenn mal ein Asteroid in der Nähe ist, können wir das mal machen, um tatsächlich Science zu holen von einem Asteroiden. Also warum nicht? Und diese Expanotypes, gut, ich glaube, da sind wir alle nicht so super geil drauf, aber die sind halt mit dabei. Also es geht hauptsächlich um die Kralle mit dem Hintergrund, dass wir ja aus den Trümmern im Orbit eine Stadt bauen wollen irgendwann mal. Und klar, dafür macht die Kralle mehr Sinn, als dem armen Schnorpel so lange Dinge anschrauben zu lassen, also Dockingports anschrauben zu lassen, bis ihm die Hände bluten. Das will ja keiner. Also vor allen Dingen der Arbeitsschutz hat sich auch schon gemeldet, dass Schnorpel schon ziemlich viele Eva-Stunden hatte. In dem Sinne, Grabbing Unit und wir haben dann 104 Science, das heißt nicht mal 60 Science sammeln und wir können das nächste freischalten. Und da würde ich dann tatsächlich auch gucken, dass wir vielleicht die Specialized Control nehmen und uns dann weiter durcharbeiten. Und um das zu erreichen, gilt es natürlich, eine Mond-Mission zu machen. Wir haben ja da an der Orion-Kapsel gebastelt, aber bevor wir jetzt hier weiter gucken, gucke ich mal nochmal, was wir jetzt eigentlich alles hatten. New Orbital Station. Okay. 6 von 7 haben wir. Surface of the Moon. Was wollen die da? Wo wollen die hin? Sonne. Kerbin. Touristen um die Sonne. Ja, heute gerade nicht, glaube ich. Obwohl die echt Kohle bringen, ne? Was machen denn unsere derzeitigen? Was macht der? Das ist der VIP mit Orbit um den Mond. Gut, das ist, ja. Nee, also jetzt um die Sonne fliegen wir nicht. Also überlasten wir uns mal nicht. Lass mal einen Slot frei. Vielleicht kommt irgendwann mal zwischendurch ein cooler Vertrag. Dann können wir da zuschlagen. So, jetzt gab es aber auch noch völlig berechtigte Kritik und Verbesserungsvorschläge für die Corian-Kapsel. Und deshalb lade ich die jetzt mal. Und wir passen mal noch eine Kleinigkeit an oder ein paar mehr Kleinigkeiten. Aber die sind alle, das waren alles super gute Einwände von euch. Also vielen lieben Dank. Es kamen von ganz vielen von euch Einwände und Vorschläge, wie man Sachen umbauen kann. Und auf die wollte ich auf jeden Fall auch mal eingehen, weil ich habe ja danach gefragt und nicht, damit ihr euch da alle auslasst und ich nicht darauf reagiere, sondern damit die, das soll ja unsere perfekte Crew-Kapsel werden. Und bevor ich jetzt umbaue, damit wir es nachher vergleichen können, ich lasse die mal gespeichert unter 56.000 oder wir machen es mal so. Das ist ein bisschen übersichtlicher, weil unten das Modul ranklemmen, das können wir immer noch. Also 50.000. oh Gott, jetzt vor lauter Vorfreude aufs Umbauen verschlucke ich mich schon. So, also das ist die Corian-Kapsel und ich mache jetzt mal eine Kopie davon und nenne die mal Corian 2.0. So. Safe. Und zwar die Einwände, die kamen, und die sind völlig valide. Also hier hat sich so keiner richtig drüber beschwert. Alle sind okay damit, dass wir ein Rettungssystem haben scheinbar. Und das lassen wir einfach mal. Die Einwände, die kamen, waren zum Beispiel, warum brauchen wir denn bei einem relativ aerodynamischen Modul, wo das einzigste nicht aerodynamische, wenn wir mal so lang gucken, sind ja eigentlich hier unsere RCS-Thruster und so ganz kleine Erhebungen. Also ansonsten ist die ja relativ stromlinienförmig, sage ich jetzt mal. Wofür brauchen wir eine ungefähr 700 Kilogramm schwere Dingsbums, Fairing Shell? Braucht man nicht. Es ist tatsächlich völlig. Ja, stimmt. Weiterer Einwand, den es gab, war, wir haben genug Torque in der Kapsel drin, wenn die Kapsel alleine unterwegs ist. Oh Gott, ich glaube, ich sterbe gerade. Ich habe mich so böse verschluckt. Aber ich glaube, jetzt geht's wieder. So, und ich fange nicht nochmal von vorne an. Ich habe gerade keine Lust. Ist viel zu spät. So, wir brauchen das RCS gar nicht, weil die Kapsel hat genug. RCS sage ich schon. SRS. Also hier das Dingsbums. Manöver Reaction Wheel. Das da. auch ein völlig valides Argument. Und
Dann kam noch ein Argument und das habe ich mal vorsichtshalber überprüft und ja, das stimmt. Und zwar ist das Gewicht dieser Fressbags und Wasserbags und alles, die wir hier in den Sektionen drin haben, deutlich höher, als wenn wir eine höhere Menge von dem Zeug hier mitnehmen. In der Größe. Und zwar haben wir jetzt nämlich. Pass mal auf, wir haben hier 7,35 Tonnen und eben entsprechend gerade für 99 Tage bzw. 58 Tage und den Wasseraufbereiter. Und wir haben natürlich dieses Risiko, dass uns die Batterien leer laufen, wenn der Wasseraufbereiter gerade im Zeitraffer ist, das natürlich super gefährlich läuft. Und jetzt wäre die Theorie dahinter nämlich folgendes: einfach zu sagen, wir packen uns das Ding hier ran und reduzieren hier ein bisschen. Und zwar, ich sortiere jetzt mal. Experimente, die Dinge machen und Monocrop, das macht auf jeden Fall Sinn. Ein KISS-Container weiß ich noch nicht. Water Purifier macht keinen Sinn mehr. Der kann weg. Mystery Goo kommt zu den Experimenten. Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen unordentlich hier, ne? So, das da zumachen. Ne, ist da noch was offen hier. Gott. Zack, weg, cancel. Mystery Goo kommt rüber zu den Experimenten. Press Smart Too Hot Barometer kommt rüber. Experimente. Experimente. Science Junior ist auch ein Experiment. So, und jetzt gibt es ganz viele Dinge, die wir tatsächlich nicht mehr brauchen. Wir brauchen nämlich kein Foodbag mehr. Davon brauchen wir auch nicht mehr ganz so viele, weil wir müssen ja den Water Purifier nicht betreiben. Oxygen Tank brauchen wir dann nicht mehr. Science Bay mit Photovoltaik-Panel, wie gesagt, hatten wir ja schon mal, brauchen wir nicht mehr so viele. Einen Wassertank brauchen wir nicht mehr. Und das Foodbag brauchen wir nicht mehr. So, zwei von denen hebe ich mal auf, weil ein bisschen Solarstrom brauchen wir ja trotzdem. Na? So, und jetzt könnte das eventuell klappen. Lass mich mal gucken. Also, was wir hier gerade machen, ist Gewicht und Kosten reduzieren, ne? Um trotzdem viel Wissenschaft mitzunehmen. Aber je weniger Gewicht wir haben, umso einfacher ist es natürlich mit der Kapsel hier große Strecken zu fliegen. Jetzt muss ich mal von unten gucken, dass ich auch das gegenüberliegende Ding erwische. Da. So, so haben wir nämlich wieder unsere. Ich bin immer noch dabei, ein bisschen zu ersticken, aber ignoriert mich einfach. Jetzt haben wir unsere zweimal Solarpanels. Jetzt sehe ich aber gerade, dass das schon wieder ein bisschen doof gemacht. Ich will die natürlich nicht direkt unter dem Ausgang haben. Ich mache die mal hier unter das Fenster drunter. Weil an der Tür, ich sehe schon den ersten Körbel aussteigen und in seiner Hallo? In seiner Geschicktheit das Solarpanel abreißen. Und damit uns das nicht passiert, machen wir es gar nicht. So, damit haben wir die Solarpanels dran. Jetzt kommen natürlich, und achso, ich wollte es noch erwähnen, also mit diesem Life-Support-Container haben wir 106 Tage durch die Bank, von allem gleichmäßig. Das ist natürlich auch schön. Wir müssen keinen Wasseraufbereiter haben, nach 106 Tagen sterben einfach alle. Punkt. Also keine Unwägbarkeiten drin. Und jetzt bauen wir mal die ganzen Science-Sachen hier wieder ran, unter die Treppe am besten Sachen, die nicht auszufahren gehen. Damit wir die nicht irgendwie ausgeklappt haben und dann. Ich hatte über das Drüberstolpern schon gesprochen, ne? Genau. So. Und hier hinten können wir so die ausklappbaren Sachen machen. Also diese Solarpartikelkollektoren, Orbitalteleskop und einen Monoprop-Tank. Und dann ist hier nämlich auch schon voll. Den Monoprop-Tank deswegen, damit ich dann insgesamt zusammen mit dem Monopropellant aus der Kapsel, also hier sind ja auch 20 drin, glaube ich. 30 sogar. Okay, dann haben wir nochmal 40 im Monoprop-Tank. Ne, 20. Genau, 30 plus 40 ist natürlich 50. Habt ihr alle in der Schule gelernt. Ihr merkt es gerade ein bisschen spät. So, was ist hier noch übrig geblieben? Ein KISS-Container. Offensichtlich brauchen wir den nicht mehr, denn wir haben keinen Platz mehr. Aber wir haben jetzt einen kompletten Ring gespart. Das hat Kosten gespart, das hat Gewicht gespart. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir das wieder zusammenbasteln, wo wir momentan stehen würden. Das soll natürlich weiterhin bitte nach oben zeigen. So, und wenn wir das jetzt so zusammentackern, sind wir bei 41.000. Stattdessen, wir müssen jetzt noch Bremsfallschirme wieder anbauen, aber das kriegen wir wahrscheinlich noch knapp hin. Und wir haben auch die Masse natürlich ein Stück weit reduziert. Wir waren vorher, glaube ich, so bei ganz knapp über 10 Tonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir können jetzt mal hier speichern. Jetzt laden wir mal die Co-Ryan, also die nicht 2.0. Also wir haben jetzt 8,891 Tonnen
Und die Corrine, ach, sind sogar 11. Heu, also gut, mit Fairing jetzt, und selbst wenn wir das Fairing wegsprengen, sind es 10,4. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, was wir da sparen. Und das bringt uns jetzt natürlich auf die lange Sicht gesehen ein bisschen mehr Delta-V, schlicht und ergreifend. Und deshalb auf jeden Fall völlig gute Einwände, die da gemacht worden sind. Und was ich noch überlegt habe, für mich gibt es eigentlich dann noch eine umkonfigurierte Corian-Kapsel, und die sieht folgendermaßen aus. Also das ist jetzt die Corian, mit der würde ich gerne zum Mond fliegen, weil dann brauchen wir nicht ganz so viel Delta-V. Und wenn wir mal woanders hin wollen, dann wird die Corian-Kapsel in meiner kleinen Welt nämlich einfach folgendermaßen umkonfiguriert. Immer noch cool für einen Wiedereintritt, hat aber jetzt Lebensversorgung für fast 3 Jahre. Tada! Also das wäre so mein Plan, dass man quasi noch so eine Langstreckenvariante, so die Long-Term Edition oder sowas macht. Keine Ahnung, wie man das dann nennen soll. So, und jetzt machen wir noch die Bremsfallschirme wieder ran, damit wir ja auch mal zu Potte kommen und irgendwann auch mal unser Raumschiff fertig haben. So, zwei. Nee, nicht da. Da auch nicht. So. Und das machen wir mal an. Die Lebenserhaltung an. Da passt es thematisch ganz gut rein, würde ich sagen. So, einmal splitten. Nicht, dass ich das jemals benutzen würde, aber dann haben wir das zumindest gemacht. Und dann gucken wir nochmal, dass die Action Groups sauber gesetzt sind. Also, wir müssten theoretisch auf Gear jetzt nichts mehr haben. Genau, auf Licht werden die beiden Bay Doors getoggelt und die Panels rausgefahren. Das soll es eigentlich gewesen sein. Na gut, Abort, klar. Abort-System ist Toggle Engine. Da müssen wir jetzt gleich, wenn wir den Separator wieder reinbauen, nochmal den Separator mit dazu packen. Das machen wir natürlich. Wisst ihr, worauf ich mich schon richtig freue? Auf, hier gibt es irgendwann so einen blauen Flachen im Rocco Max Format. Ich glaube, mit dem wird das hier richtig gut. Dann sieht das richtig, richtig gut aus. Das Shroud sieht auch doof aus, ne? Aber ohne Shroud sieht es halt noch viel doofer aus. Da bin ich mir auch noch unschuldig. Also optisch bin ich da noch nicht ganz zufrieden mit. Aber gut. Das kriegen wir auch noch irgendwann hin. So, jetzt bevor ich es nachher vergesse, machen wir jetzt gleich noch die Abort Action Group fertig. Zaggi. So, dann ist die nämlich auch gesetzt. Und wir haben hier ein schönes Rettungsgefährt. Und jetzt verpassen wir Freund Rettungsgefährt mal eine Rakete. Und ich würde weiterhin bei der Meinung bleiben, ich gebe ihm die große Rakete, damit wir ein bisschen was machen können. Wir müssen nämlich dieses blöde Manöver fliegen. Dann haben wir 2700 Delta-V, wenn wir damit losfliegen. Das halte ich für recht angenehm. Und sind unter den 50.000 mit dem Gesamtraumschiff. Was, höher kann ich nicht? Na gut, also so brauche ich wahrscheinlich auch gar nicht. So, und jetzt kommt die große Frage, wie machen wir weiter? Ah, ich bin unschlüssig, ob wir direkt nochmal die Rückführrakete testen wollen müssen. Eigentlich wäre es schon ganz cool, weil sie war schon cool. Also baue ich das jetzt mal. Also wir bauen mal eine neue, verbesserte, größere Version von der Rückführrakete. Und momentan sieht das Voting sehr stark danach aus, dass wir Hardcore Kerbal spielen werden. Das heißt, wir haben dann auch ein bisschen spaßige Sachen zu testen. Folgendes. Also, nee, das ist nicht ganz korrekt. Meine Überlegung der ganzen Geschichte war, man nimmt als erstes ein Service Bay unten runter. So. Weil wir müssen irgendwo ein bisschen Strom und Probe Cores verstecken für die Rückführung. Und das Sinnvollste, was wir da momentan haben, sind halt schlicht und ergreifend die Service Bays. Und deshalb kommt da jetzt das rein, was man halt so braucht. Zack. Und ich hatte dann noch aus Paranoia-Gründen, nein, einfach weil es Sinn macht, weil die Dinger haben halt extrem wenig Druck dahinter. Zack, aber wir könnten auch noch hier so ein Nupsi-Teil dazwischen klemmen. Passt das noch? Nee. Warte mal. So. 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 So haut's hin. Okay, dann brauchen wir nur eine Batterie. Gut. Da haben wir dann ein bisschen RCS-Fuel mit dabei, damit wir die Kiste schnell drehen können, wenn es drauf ankommt. So. Und jetzt kommt Los Rocotos. Die Rakete selber. Das ist jetzt wieder so ein versuchter unprofessioneller Nachbau einer
Eine Falcon 9. Die kriegt auf jeden Fall, so wie die Falcon auch, hier oben die RCS-Düsen. Eigentlich bräuchte ich hier halt noch so kleine. Bei der Falcon 9 wird es liebevoll Waffeleisen genannt, also im Prinzip Airbrakes, mit denen ich ein bisschen steuern kann. Da lege ich jetzt erstmal nicht so viel Wert drauf. Das ist schon irgendwie okay und ich lebe einfach damit, dass wir sagen, wir nehmen an der Stelle Parachutes mit. Und zwar, machen wir es mal so: erstmal vier Bremsfallschirme und dann, schwierig, viele. Viele. Mal gucken. Viele Normalo-Fallschirme. Um das Ding nachher sauber runterzubringen. Denn Landen unter Antrieb auf Beinen wird noch nicht ganz funktionieren, weil schlicht und ergreifend die Beine, die ich habe, auch noch zu kurz sind. Wie viele von den Teilen habe ich denn jetzt hier? Das ist, glaube ich, eins zu viel. So. Zack. Gut. Das ist der obere Aufbau. Das wird reichen, denke ich mal. Jetzt kommen wir mal wieder unten zu den strukturellen Anpassungen. Wir müssen einmal uns Ankerpunkte schaffen für die Engines, die ich gleich verbauen möchte. Zip, 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 zip. Wenn das klappt, haben wir eine echt coole Rakete. Oh, ich hätte vorher den da rausnehmen sollen. So. Damit haben wir die Ankerpunkte und dann kommen von den Engines, wir nehmen jetzt die Reliance außenrum, weil die haben einfach in der Atmosphäre. Zeig euch das. Verklickt. Zeig euch das hier mal. Die haben eine Engine ISP in, also at Sea Level ist das ja, in der Atmosphäre von 280 bei einem 200er Schub, während die Swivels 270 in der Atmosphäre noch haben bei 168 Schub, also deutlich weniger Schub haben. In Vakuum dann aber effizienter sind, bla 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 bla. Wir starten ja aber mit dieser Rakete. Also interessiert uns das Vakuum nicht ganz so sehr. Wir wollen aber auch einen Swivel haben, denn wir müssen ja auch irgendwie die ganze Rakete ein bisschen unter Kontrolle behalten, also steuern quasi. Jetzt muss ich es noch schaffen, den da in der Mitte reinzuflanschen. Come on. Braves Kind. So. Sehr schön. Gut, und den brauchen wir halt, um die Kontrolle zu halten, weil ich werde mir gleich noch hier so ein bisschen Steuerflächen hinbauen und dann wird es das gewesen sein, hoffe ich zumindest. Und jetzt gucken wir mal, einmal ausrichten an der absoluten Achse. Das ist aber auch so nicht ganz korrekt, oder? So hängen die? Ja doch. Offensichtlich passt das ganz gut. Also das ist natürlich ein bisschen weiter Spreizwinkel, ne? Wir gehen da ein bisschen sanfter mit um. So, wir mal richten die nach außen aus. Wieder ein bisschen. Das sieht für mich unförmig aus, oder? Ist das unförmig? Center of Trust, bitte. Schade, dass Center of Trust hier nicht mehr sauber angezeigt wird. Ich bin etwas unzufrieden mit der Anzeige. Gut. Sieht aber irgendwie schief aus, ne? Ich muss mal nochmal. Die sind mir auch einmal verrutscht. Wahrscheinlich liegt es daran. Beim Versenken von den Teilen. Also, ich möchte euch gerne hier einmal um das Teil verteilen. So. Dann möchte ich gerne das, das. Das. So. Schwuppdiwupp. So, dann kommen die Engines. So, und theoretisch sollte jetzt aber hier. Was stimmt mit der Rotation so nicht? Das ist doch komisch jetzt. Irgendwie ist die Rotation gerade eigenartig, weil sowohl die absolut als auch local rotiert die Dinger halt schräg raus, ne? Da passt irgendwas nicht. Irgendwas, ich engineer gerade falsch. Lass mich das mal nochmal abbauen.
Zack, 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 rotate, part. Warum haben die so eine komische Ausrichtung gerade? So ist es richtig. Ja, okay. Gut. Dann moven wir mal. So muss das jetzt hinhauen. Zack. Zack. Und wir rotaten auf absolut. Das Gefühl, ich Lust, dass das nicht ganz hinhaut. Aber wir werden es gleich sehen. Beim Starten spätestens. Zack. Das sieht aber relativ rund aus. Aus irgendeinem eingebildeten Grund glaube ich gerade, dass es besser aussieht als beim letzten Mal. So, und jetzt machen wir hier noch kleine Winglets ran, damit wir ein bisschen Kontrolle noch über das Schiff bekommen im Airflow. Das machen wir hier so. Zack. Und dann bekommt es last but not least ein wirklich sehr elementares, wichtiges Teil der ganzen Geschichte. Eine Antenne. Und zwar packen wir die mal irgendwo hier relativ flach ran. Also die muss jetzt sehr, sehr flach ans Gehäuse gebaut werden, damit die nicht abreißt, während wir fliegen. Ach, was? Heute will er mich ärgern mit seiner Gedreherei hier. So. Also ich mache einen ganz flachen Anstellwinkel und die bekommt jetzt die Bremse als Action Group zugewiesen. Und zwar einfach nur Activate. Ich will sie ja gar nicht deaktivieren, weil dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Ich will auf jeden Fall sicherstellen, dass diese Antenne sich aktiviert, damit ich die nachher, bevor der Abtrennung dieser Stufe, auf jeden Fall noch ordentlich machen kann. So, und jetzt checken wir einmal das Staging durch. Also die ganze Kiste hat 5692 Delta V. Das sollte eigentlich für unsere Verhältnisse komplett reichen, weil wir vor allen Dingen sehr viel Delta V in der Oberstufe haben. Und ich würde sagen, das ist unsere angenommene Konstruktion. Genau, lass uns das Staging noch durchgehen und dann ist das quasi das, was wir im Livestream ausprobieren werden, wenn Hardcore Kirby gewinnt, wonach alles aussieht im Moment. Also wir zünden das alles, dann gibt es eine Abtrennung von der Stage, die die Falcon 9 quasi darstellt. Hör, nicht alles. Hallo? Ich wollte nur den da haben. Dankeschön. So, dann gibt es hier noch ein Triebwerk, bla 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 bla. Ja, das kann man im Prinzip gleich mit aktivieren, aber ich würde es gern separat machen, dass wir da ein bisschen, ich will das nicht wegschmelzen aus Versehen. So, und damit haben wir die Rakete, die in Richtung Mond starten soll. Das wäre die Übungsannahme hier und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass das klappt. Wir haben Strom, wir haben genug Essen für 350 Millionen Jahre. Wir können unseren Touristen dann noch mitnehmen. Da müssen wir auf jeden Fall dran denken im Livestream, dass wir unseren Turi mit einpacken, also Siggi. Und dann gibt es einen Piloten und einen Engineer. Also das streiche ich hier schon mal der Form halber. Ne? Also irgendjemand wird es werden. Bevorzugt werden natürlich Leute genommen, die im Livestream dabei sind und sich freiwillig melden mit ihren Kerbals. Ich brauche einen Piloten und einen. Ich bin eigentlich etwas entspannt, was das Scientist oder Engineer angeht. Ich könnte mit beidem leben. Engineer ist cool zum Reparieren, Scientist, um Experimente zurückzusetzen. Je nachdem, wer da ist, wird gerne genommen. Sonst mache ich freiwillig Meldung und dann fliegt ihr zum Mond mit unserer neuen Falcon 9 und wir probieren dann natürlich auch nochmal, ob das klappt.
den Part hier zurückzuholen. So, in diesem Sinne gibt es jetzt noch eine kleine Verbesserung, die ich auch sehr schön fand. Und zwar, ich zeige euch das mal, das war eine super, super simple Idee. Und ich fand die echt gut und die will ich auf jeden Fall noch umsetzen. Und zwar etwas total albern Einfaches zu tun, an das man aber erstmal auch denken muss. Und zwar einfach mal die blöde Tür zu markieren. Mit einem Licht. So. Und dafür machen wir das natürlich nicht einfach nur so, sondern wir nehmen uns ein Licht. Zack. Und passen das ein bisschen an. Auch was sehen kann. Ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht ganz das, was ich haben will. Sehr schön. Ja, es wird. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo ich hin wollte mit dem Gedanken. Mich einfach mal zu sagen, wir bauen uns hier eine Lampe an und machen die grün, sage ich jetzt mal. Na gut, das sieht man jetzt hier nicht so, aber eine grüne Lampe, da könnte man später auch nochmal auf die andere Seite eine rote Lampe machen, dass man es aus der Entfernung schon sehen kann. Dass man sieht, wo man hin muss, wenn man zur Tür möchte. Denn das hilft schon unheimlich, die ein bisschen schneller zu finden manchmal. Gerade bei meinem Talent, Dinge im Dunkeln zu machen. So, und jetzt würde ich sagen, haben wir es? Eigentlich haben wir es, oder? Ja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Also wenn das heute Morgen an den Start geht und wir abends in den Livestream gehen, könnt ihr noch einen ganzen Tag drüber nachsinnieren, was ich alles vergessen habe und mir das noch ins Gesicht schreien beim Start des Livestreams. Das heißt, jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein straffes Programm dann vor uns. Das heißt, es geht, jetzt lass mich nochmal gucken, Siggi in den Orbit um den Mond bringen. Wir haben dann noch unser letztes Visual Survey, das will ich auf jeden Fall haben. Und wenn es dann noch reicht auf dem Rückweg, können wir mal gucken, ob wir Worldwise Kerman eventuell noch einsammeln. Oder wenn wir zum Beispiel einen Wissenschaftler mitnehmen, dann werde ich den versuchen, noch an der Station abzuliefern oder am Space Talk abzuliefern und anderen mitzunehmen. Mal gucken, wie wir da mit dem Delta V hinkommen. Und wenn uns dann die Zeit zu kurz geworden ist bis dahin, haben wir eine komplette Orbital Station, um Minmus zu bauen. Also es gibt auf jeden Fall genug Material zu tun, auch für die nächsten Umläufe. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.